Oh. Hier sind viele Spieler, okay. Die sind hier am Angeln, okay. Warum? Gibt es hier diese öligen Sardellen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Palia. So, es geht weiter. Ich bin jetzt soweit. Ich muss mal eben gucken. Genau, ich muss wohl mal wieder ein bisschen was kochen. Das Fell kann weg. So, okay. Starten wir einfach mal mit dem Kochen. Irgendwelche leichten Gerichte, wo ich vielleicht auch die Zutaten habe. Da fehlt mir die Zwiebel. Das sieht gut aus. Das können wir mal machen. Vielleicht hat der ein oder andere das von euch auch noch nicht gesehen. So, das ist immer so eine Art Minispiel hier. Ganz einfach eigentlich. Immer schön im Takt. Die linke Maustaste drücken. Zack, und das war's schon. Dann streut man das hier einfach in die Suppe. Und rührt ein bisschen um. Und fertig ist sie. Herzhafte Gemüsesuppe. So, und die habe ich jetzt unten in der Leiste. Das ist immer so meine Fokusleiste. Da sammle ich immer so die einfachen Gerichte, die nicht viel wert sind, sage ich mal. Weil mit denen, die Wert haben, mit denen mache ich lieber eher Gold. Hier, das kostet jetzt 23 Gold. Das Stück bringt aber 100 Fokus. So, da kann ich nochmal einen von essen. Okay, so. Ich hatte meinen Fokus auch schön erhöht. Ihr seht hier den Fokusbonus auf 62,5. Das ist schon richtig gut. Ich habe mir nämlich gedacht, man erhöht ja den Fokus, das hatte ich in den letzten Folgen ja schon mal gezeigt, hier mit den Rufpunkten. Und ich habe jetzt bei 500 Rufpunkte gedacht, okay, 500, das reicht erstmal. Du bist eh immer hier wieder am Garten pflegen und so weiter. Da kannst du auch immer mal eben noch kochen und den Fokus wieder auffüllen. So, weil man erhöht den Fokus, damit man halt nicht immer so darauf achten muss, weil das nimmt ja ab und verbessert die Berufe mit so einem Bonus. Und da habe ich gedacht, das bringt eher was, wenn ich einen Fokus-Bonus hoch habe, anstatt einen hohen Fokus. Weil das ist einfach nur ein bisschen drauf aufpassen und mal was essen und gut. Aber Fokus-Bonus bringt mir dauerhaft ja letztendlich viel mehr. Und deswegen hatte ich den mit, ich glaube, über 500 Rufpunkte 5, 6 Mal hochgeballert auf 62,5. Ja, und ab 60%, glaube ich, bringt es nur noch 2,5. Also es nimmt da immer ab. Und ja, da könnt ihr jetzt mal so sehen, wie hoch ich hier bin. Und die Berufe, ja, das gleicht sich halt an, dass so einen Beruf hochzubringen, dauert halt, je höher die Stufe ist, umso länger. Aber dadurch, dass man den Fokus-Bonus hochbringt, wirkt man da entgegen. Und es ist dann quasi, ja, wie soll ich sagen, gleich, immer gleich, wenn man den Fokus regelmäßig hochbringt. Also ich rate eher dazu, den Fokus-Bonus hochzubringen, damit die Berufe halt schnell hochkommen. Ne? Damit man sich da nicht so, so schwer tut und auch die ganze Ausrüstung hochbringen, sobald es geht, damit die Berufe einfacher auch zu farmen sind. So, einmal koche ich jetzt noch das nochmal. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Fokus für unterwegs dabei. So, und dann verbessere ich mal meinen Gürtel. Da hatte ich nämlich eben die Rezepte gekauft. So, kurz konzentrieren. Ich habe auch schon mal daneben geschnibbelt ein paar Mal. So, hier muss man nur gedrückt halten, linke Maustaste. Einfach nur gedrückt halten und von alleine fertig. Ah, das ist jetzt ein Sternerezept oder eine Sternesuppe. Das ist nicht gut, weil die ist jetzt 34 Gold das Stück wert. Und die normale 23. Und ich verkaufe die Sterne-Suppen eigentlich immer gerne, weil die bringen 150 Fokus und die 100 Fokus. Und dann stelle ich lieber mehr billige Suppen her und esse die für Fokus und nehme hier lieber das Gold mit. Deswegen ist toll, dass das jetzt dabei rausgekommen ist, aber ich hätte jetzt eigentlich lieber was anderes gehabt.
So, Weizen ist, glaube ich, in Arbeit an meinem Beet. Und hier fehlt mir überall Weizen, Weizen. Hier fehlen mir sogar die Sprossen. Na gut, okay. Aber wir haben ein bisschen was. Dann haue ich das auch gleich hier zum Verkaufen in die Truhe. So, ich habe Post von Red. Okay, das ist wieder Story-Kram. So, das ist von Gina. Das ist immer die Hauptquest. Das ist wichtig. Du hattest recht. Die Lösung des Rätsels war eine Schule. Ich war nicht in der Lage, hineinzukommen, aber es gab mir einen Folgehinweis. Komm vorbei und ich erzähle es dir. Ah, okay. Siehst du, da geht die Main-Quest weiter. Mal eben nochmal gucken. Der ist schon fertig? Oh ja. Okay, das ging fix. Dann haue ich hier nochmal Steinziegel. Ah, ich weiß nicht, wie viel Steinziegel ich brauchen werde, wenn ich das Haus erweitere. Deswegen haue ich die mal rein. Brauche zwei. Und gehe mal hier auf 40 einfach runter. So, dann kann der ein bisschen arbeiten. Die Steine ziehe ich wieder rüber auf die Bank sozusagen. So, hier sind die Tomaten in Arbeit. Da die Kartoffeln. Und hier jede Menge Zwiebeln. Oh, ich sehe gerade, der ist so gut wie leer. Dann haue ich da doch einfach mal... Also das ist auch eine Geldmaschine. Neben dem Beet ist das hier eine sehr gute Geldmaschine. Weil, wenn wir jetzt mal die Saat angucken, Zwiebeln kosten 10 Gold, Tomaten 40 Gold. Das variiert auch so ein bisschen... Aber man kann schon, und die mit Sternchen, die verkaufe ich auch immer, 60 Gold, ein Stück. Also man kann sagen, hier eine normale Tomate, Gold mit Sternchen, kostet 34. Aber die Saat kostet 60. Das finde ich, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Weil eigentlich sollte ja das fertige Produkt mehr wert sein, weil man da ja Zeit investiert hat, als nur die Saat. Deswegen habe ich hier immer Tomaten drinne, die dann, ja, die Saat bringen und die wiederum, ne, die haut man ins Beet und man bekommt ja aus einer Saat, glaube ich, immer zwei, so hatte ich das bei den Karotten beobachtet, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aus einer Saat bekommt man immer zwei Sachen dann raus. Also man kann sich komplett selber verpflegen damit. Man muss am Anfang nur alles einmal haben und dann kann man quasi hier mit dem Samenhersteller seine Zucht selber hier aufbauen. So, ich nehme jetzt aber trotzdem die Tomaten lasse ich mal, glaube ich. Ich glaube, ich hau da nochmal Baumwolle hat 45, 67, aber ich habe auch keine Samen. Dann haue ich hier mal Baumwolle rein. Was haben wir hier? Da sind Kartoffeln, okay. So, beim Gucken. Das habe ich auch soweit. Dann kann ich jetzt nämlich mal eben schauen. Ich habe ja noch einen Basic-Schmelzofen. Den kann ich schon mal upgraden auf eine große Schmiede. Kostet ja nicht wirklich viel. Ich mache das mal, dann habe ich schon mal zwei große Schmieden. So, eine ist hier in Gebrauch. Die zweite kann ich jetzt nicht bauen. Ihr seht es links, das ist noch limitiert. Die haue ich erstmal hier auf die Bank für später. Weil Silber, wo haben wir es hier? Silberbarren dauert 2 Stunden. Also da bin ich dann später froh, wenn ich 2 Schmieden habe. So, beim Durchgucken, das war das, das habe ich alles. So, das habe ich auch alles. Ich wollte noch einen neuen Haken machen, weil der vorhandene ist so gut wie kaputt. Hier. Oder aufgebraucht. Beim Gucken, was hat er gesagt? Ausrüstung, Wert 100 Gold. Aber reparieren kann ich das Ding nicht, ne? Mal eben schauen. Ne. Aber ich könnte ihn jetzt... Ich könnte ihn jetzt, sehe ich das richtig? Ich könnte ihn jetzt verkaufen. 100 Gold, auch 100 Gold. Ich könnte ihn jetzt, ich habe ihn jetzt quasi fast verbraucht und kann ihn jetzt verkaufen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ihn ganz kaputt mache, ob er dann so wie die Ausrüstung auch zerspringt. Aber das ist gut zu wissen.
Dann lasse ich immer noch drinne. Und muss ich nur aufpassen. Ich sehe es ja unten wahrscheinlich auch, wenn ich die Angel auswähle, ne? Nein. Ja, da muss ich da so aufpassen. Ein paar Fische kann ich wohl noch fangen. Und dann verticke ich das Gold, den Haken einfach für 100 Gold. Hau den neuen da rein. Und hab vollen Nutzen draus und 100 Gold noch raus. Ja, das klingt nach einem Plan. So, weiter geht's. Was konnte ich noch verbessern? Genau, den Gürtel. So, jetzt habe ich alles einmal abgegradet. Wunderbar. Und was war da noch? Die Wünschelrute kann ich. Ermöglicht es dir, 15 Minuten lang seltene Sammelstellen aufzuspüren. Was heißt das denn? Okay, das machen wir gleich mal. Da bin ich mal gespannt, was das ist. So, das. Das sind Verlangsamungspfeile. Das sind schon bessere Bomben. Ich brauche aber Reparatursatz. Da immer den billigen nehmen. So, einen mache ich noch. So, okay. Dann... Hier war ja alles soweit okay. Ne, fehlt nur ein bisschen Dünger. Ja, ich habe im Moment, glaube ich, keinen. Aber das ist gar nicht so schlimm. So, dann probieren wir jetzt einfach mal diese Wünschelrute aus. So, da bin ich mal gespannt. Laufen wir gleich mal ein Stück. Und dann... ja, keine Ahnung. Aktiviere ich die? Stellen wir uns mal hier oben hin. Oder nee, ich fliege mal da unten hin. So. Jetzt wähle ich die 2 aus. Und rechte Maustaste. Ah, okay. Jetzt habe ich einen Buff bekommen. Den kann ich aber hier nicht. Oben links sehe ich den, ja. 15 Minuten ist der Buff jetzt oben. Chatfenster wurde auch nichts angezeigt. O ist wahrscheinlich auch nichts los. Auf P wird mir kein Buff irgendwie, dass ich da mal eben... Ich meine, ich habe ja eben gelesen, was es ist. Aber... Hm. Was stand da jetzt? Irgendwie seltene Ressourcen zu finden, ne? Aber was genau ist damit denn gemeint jetzt? Wünschelrute. Ich weiß auch nicht. Sehe ich das vielleicht auf der Karte? Hier sehe ich nichts. Ne. Hier ist irgendwie nichts Besonderes, ne? Ich weiß auch nicht, vielleicht im Bahari Beach? Vielleicht bin ich hier komplett falsch? Ich laufe einfach mal ein bisschen rum. Aha, hier haben wir schon mal Knoblauch. Den habe ich nämlich gesucht. Aber den habe ich eigentlich auch so gefunden hier. Ich glaube, das hat mit dem Buff nichts zu tun. So, laufen wir mal hier rum. Das sind die Standardsachen. Ich versuche jetzt wirklich mal das effektiv zu nutzen. Und wirklich nur die Sachen zu sammeln, die vermeintlich durch den Buff kommen. So, da, okay, das ist gerade verschwunden. Hier hat was geleuchtet. Habe ich schon öfters beobachtet, dass irgendwie Dinge despawnen auf einmal. So, laufen wir mal grob einmal rum. Einmal hier oben gucken. Hier ist nur Kupfer. Hier unten gibt es übrigens viel Lehm in dem Bereich. Ich bin jetzt ganz im Süden. Einmal hier oben gucken. Kupfer, Stein.
Die Dinger sind auch ganz normal. Die Lilien auch. Hier ist ein Geheimgang. Da kann man angeln. Das ist irgendwie... Also ich kann jetzt nicht genau deuten, was dieser Buff bringt. Ich meine, so eine Wünschelrute... Tja, hat irgendwas mit Wasser zu tun? Oder hat das was mit ihnen hier zu tun? Dass ich den jetzt sehe, aber... Pinselschweiflibelle. Oh, Erfolg, okay. Nee, das sind alles normale Pflanzen, Moos... Auch keine Zwiebeln. Ne, dann renne ich mal Richtung Bahari Beach mit dem Buff und guck mal da. Mal eben kurz orientieren. Okay. Rechts rum. Und dann immer geradeaus und dann links halten. Tja, tatsächlich. Auch diese Raid-Bäume sind hier so gut wie gar nicht vorhanden. Habe ich auch schon mal mehr gesehen. Okay, ich muss rüber. Ich glaube, einmal so ein bisschen durch die Stadt. Ja, ich kann es nicht lassen. Komm, einmal schnacken muss ich. Weil den Ruf hochbringen oder das Ansehen bei denen ist wirklich so langlebig. Also das dauert wirklich lange. Deswegen nutze ich immer gerne jede Gelegenheit hier, um das wenigstens immer um einen Punkt zu pushen. So, jetzt muss ich ja nur noch der Straße folgen. So, der Buff läuft oben links und noch nichts wirklich da. Oh, Zwiebeln. Oder Knoblauch. Knoblauch, jo, sehr gut. Der kostet nämlich, glaube ich, 60. Nee. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kostet der eine Menge. Ah, aber das hier leuchtet auch. Okay, ein bisschen in der Luft. Ah, kann es sein, dass durch den Buff diese... leuchtenden Sachen. Nee, es kann nicht sein. Das Ding hier, das ist ein Pilz. Hier, den habe ich ja auch schon tausendmal gesammelt. Und da hinten. Nee, da vorne. Genau, hier sind überall die Pilze. Nee, das kann nicht sein, dass das durch den Buff kommt. Das ist alles Standardzeug hier. Aber war eine Überlegung wert, dass das vielleicht damit zusammenhängt. Aber nee, ohne Buff leuchten die auch. Tja, tatsächlich irgendwie. Also mir ist nichts aufgefallen, wo ich jetzt sage, jo, ich habe den Buff gerade reingeschmissen und jetzt sehe ich das und das und das. Also irgendwie gar nicht. Aber diese Wünschelrute ist ja schon ja, etwas später im Spiel. Vielleicht hat das auch nur jetzt hier mit Bahari Beach was zu tun. Ich gucke mal auf die Karte. Da hat mir nichts angezeigt. Hätte ja sein können, dass hier irgendwie dann so die Wünschelrute mir halt hier irgendwelche Bereiche zeigt. Aber ich kann mal... Ich muss da eh rumlaufen. Dann laufe ich mal da hinten hin zum Quest annehmen. Und halt die Augen hier mal offen. Okay, ich bin richtig gelaufen. So, den sammeln wir mal ein hier. So ein bisschen muss man immer gucken,
Wo bin ich hier? Ja, okay, hier, wo die Felsen sind. Und hier unten. Und hier vorne. Hier gibt es immer dieses Palium. Ich glaube, Palium heißt das. Und das ist das Endgame-Material, sage ich mal. Deswegen, wenn man da mal so ein Vorkommen sieht, sollte man das auch mal abbauen, wenn man das denn abbauen kann. Also gut, lass es. Alles, was man braucht, ist Holz, ein bisschen Silber und etwas Glas für die Linse. Ja, das müsste ich eigentlich alles haben. So, was will er haben? Was für Essen wollen die eigentlich immer? Nee, der jetzt nicht. Gut, dann nicht. Kann ich ihn fragen, was er möchte? Nee. Aber ich kann hier gucken. Na, Yuma, bei Beziehungen. Wo ist er? Na, Yuma. Da ist er. Er möchte Süßblatt. Oh, das habe ich auf der Bank. Und er möchte Kartoffel. Oh, das ist aber einfach. Also man müsste eigentlich mal alle durchklicken, sich das aufschreiben. Hier sieht man Haken, das wurde schon erfüllt. Und eigentlich mal alle Materialien besorgen und alle Leute hier ablaufen. Das pusht den Ruf ungemein, glaube ich. Aber gut. So, mit ihm haben wir geredet. Verloren im Wald, das ist es nicht. Oh, so viele Quests wieder. So, das ist jetzt genau das Teleskop. Sammle 4 ungewöhnliche Käfer. Fange eine Stinkwanze. Okay. So, ich habe hier 3 Quests in Arbeit. Das Ding und das kann weg. Und dafür nehme ich das andere rein. Wo habe ich es? Hier. Ich habe nämlich immer gerne die Quest rechts stehen, wo man irgendwelche Mats braucht. So, okay. Der Buff läuft noch. Der unbekannte Buff. Kann ich hier ins Wasser? Ja, da ist nämlich so eine Tonne. Da kann man nichts mitmachen, ne? Ne. Ich hatte kurz gehofft, dass das irgendwie was damit zu tun hat. Aber leider nicht. So, Silbererz, Glasscheibe. Oh, Glasscheibe ist, glaube ich, was Neues. Kernholz, jo, Silbererz. Ich habe das immer zu Barren gemacht. Müsste ich vielleicht nochmal das ein oder andere Silber abbauen. Oder sammeln. So, ich sehe tatsächlich nichts irgendwie, was mit dem Buff zu tun hat. Bin ich denn jetzt schon? Okay, ich laufe drauf zu. Und Stinkwanzen habe ich auch noch im Hinterkopf. Ja, gibt so viel abzuarbeiten hier. Das müsste Eisen sein. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, könnte auch Palium sein. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Ich habe es erst, glaube ich, einmal abgebaut. Beim Gucken. Okay, da bin ich komplett falsch. Ich muss einmal da hoch. Nee, also der Buff bringt irgendwie komplett nichts. Oder ich weiß es halt nicht, was der bringt. Hab's noch nicht herausgefunden, aber ist gar nicht schlimm. Irgendwann kommt die Erleuchtung, also dieser Aha-Effekt. Das liebe ich ja immer so an Spielen, an neuen Spielen. Ja, okay, dann gehen wir hier mal durch oder hier mal rein. So, einmal alles abgeguckt. Da unten habe ich doch schon gerade was gesehen, aber erst nochmal hier oben geguckt. Nicht, dass ich irgendwas hier übersehe. Ich glaube, in dieser Höhle war ich nämlich noch gar nicht drin.
eins. So. Ah, Mist. Kann ich nicht abbauen. Palium ist das, ne? Ja. Spitzhacke habe ich. Ah, ich habe da, glaube ich, das Rezept aber schon gelernt. Ich hätte sie eben nur mal eben merken, wo ich bin, mittendrin. Ich hätte sie, glaube ich, einfach nur machen müssen. Okay, dann werde ich gleich mal... Hier ist auch noch... Oh, das sind aber... Ja, okay. Dann werde ich jetzt... Da kann ich wahrscheinlich nichts mitmachen. Und hier geht es einfach nur... runter in die Mine. Okay. Hier gibt es dann wahrscheinlich nichts außer Silber. Kurz mal ein bisschen die Ecken ablaufen. Oh. Hier sind viele Spieler, okay. Die sind hier am Angeln, okay. Warum? Gibt es hier diese öligen Sardellen? Weil... Was denn hier los, ey? Weil ich brauche diese öligen Sardellen und ich habe die noch nie gehabt. Keine Ahnung, wo die herkommen. Cool ist, hier, man sieht, was die alle ausfischen. Er hat gerade eine Truhe. Ich muss so ein bisschen mich konzentrieren auf mein Fangen. Das ist gar nicht so einfach, wenn alle hier am Angeln sind. So, das sieht doch aus wie... Albino-Aal. Okay. Das ist wohl Endgame-Angel-Paradieshöhle-Gedöns. Ach, hier bekomme ich auch diesen Rochen. Da sehe ich ihn. Den ich brauche für eine Quest. Ah, auch für dies Rätsel. Ja, okay. Gut. Also ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen angeln. Fokus habe ich ja noch. Ich habe noch kurz den Buff. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann hoffentlich auch wieder mit ein bisschen mehr Gold und... Dann habe ich auch schon wieder ein paar mehr Quests abgeschlossen. Also ich danke euch fürs Zusehen und schaltet in der nächsten Folge auch wieder ein. Oder schaut euch mal die Playlist an, klickt euch da mal durch. So, ich bin raus jetzt. Macht's gut, euer Skibby.